Moin und willkommen zurück bei Sarah Mal. Ich bin Sarah, das ist Basti. Möge die Macht mit euch sein. Und wir haben diese große Box hier bekommen. Und es ist ISS Vanguard, die Wave 1 auf Englisch. Also falls wir in die Kommentare kommen, nein, wir becken ja immer auf Englisch. Also es ist noch nicht die deutsche Variante. Die Deutsche aus der Zukunft. Und dann gucken wir mal gleich rein, was da noch drin ist. Es ist eine relativ große Box, tatsächlich größer als wir gedacht haben. Kommt jetzt darauf an, ob es viel verpackt ist oder nicht. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich habe eigentlich Platz gemacht im Regal dafür. Vielleicht schnürt da gleich ein kleiner Maßen raus. Ich hoffe, dass der Platz ausreicht, aber ich befürchte beinahe nicht. Es ist Kunststoff. Ja, ein geheimer Umschlag. Ein geheimer Umschlag. Die Pads, die musste man, glaube ich, dazu dechnen, ne? Die gab es ja, nicht so. Die haben wir dazu geändert. Aber wir wollten die Pad-Miniaturen haben, weil es sind ja Pad-Miniaturen. Also wir packen jetzt erstmal nur grob aus und gehen dann nochmal auf die Nahaufnahme in einem späteren Teil des Videos. Nicht, dass ihr denkt, wir zeigen euch nur den Karton. Miniaturen! Und zwar eine ganze Menge. Die werden wir uns dann nachher mal im Detail anschauen. Wahrscheinlich ist es wieder Awaken Worlds-mäßig, dass man sie eigentlich gar nicht braucht. Und jetzt kommt die große Box. Wir gehen aber mal auf die kleine Box. Oh, das ist eine kleine Box drin gewesen. Die Personal Files, da hat sich die Community beim Backen auf jeden Fall große Sorgen gemacht, dass die später kommen. Die kamen jetzt aber in Wave 1. Ist einfach damit die Figuren, die man im Spiel spielt, ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Man hat ein bisschen mehr Crew. Ne? Das Ding war, die sollte erst in Wave 2 kommen. Und dann haben halt die Leute auch irgendwie gesagt, so ja, wäre es nicht irgendwie cool, wenn es in Wave 1 schon kommt, damit man einfach mehr Crew hat. Ja, und die Crew kann, glaube ich, auch ein weiteres Level kriegen, weitere Fähigkeiten. Und ich glaube, die kriegen auch eigene Stories noch. Also, bin gespannt. Und... Oh, los, zieh! Aber die Box ist voll groß. Einmal... Alter, das ist aber ein... ist sogar noch ein bisschen breiter als Tainted Will. Nicht viel, aber auf jeden Fall auch die Breite ist größer. Also es ist halt... es ist nicht ganz viereckig, ne? Nee. Also es ist auf jeden Fall länger und es ist noch ein paar Zentimeter breiter noch. Ja, die Pets. Falls euch wundert, wir haben nicht die Special-Würfel dazu gebackt, weil die fanden wir doof. Ja, die waren nicht so wirklich schön. Und ja, also auf jeden Fall ein paar richtig schöne große Kartons und ich würde sagen, wir gehen auf die Nahaufnahme und schauen uns das alles mal im Detail an. Also bis gleich. Bis gleich. So, dann sind wir zurück auf dem Aufmachtable und Basti hat sich als erstes gewünscht, die Section Pads aufzumachen. Also bitte sehr. Nee, die machst du auf jeden Fall, weil das ist ja auf jeden Fall Miniaturen, die du bemalen wirst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sinnvoll die nachher sind im Spiel, aber die sahen halt einfach schnucklig aus. Ich glaube, die sind gar nicht sinnvoll. Ich glaube, normalerweise hast du, ich weiß gar nicht, was das Standard-Set ist. Die reichen wohl völlig aus, aber du kannst halt hier noch fraktionsbezogene Pads haben, dass du dann halt, das Engineering-Pad ist dann halt der Affe, den man hier hat. Oder ein Recon, okay, da steht nicht dabei. Aber du kannst halt auch eine Eule haben oder halt auch ein Lama. Und das fanden wir halt einfach eine lustige Idee. Plup. Tada! Also ist auch gar nicht so viel drin. Und wie man sieht, tragen die später diese Würfel, die wir noch dann gleich unboxen. Das heißt, die legt man wohl dann immer, wenn man auf Außenmission ist, irgendwie auf dieses Pad normalerweise. Und normalerweise hat man eins davon, das sollten wir dann in der Grundbox sehen. Und wir haben jetzt halt einfach vier extra. Das hat jeder. Die sind auf jeden Fall größer, als ich dachte. Na gut, da muss ja auch ein Würfel reinpassen, ne? Also, muss ja auch ein bisschen größer sein. Also nicht so wie bei Tainted Grey jetzt. So, dann waren das die Pets. Dann such doch schon mal das nächste aus. Die Personal Files. Ich zoome mal ein bisschen zurück. Ja, da bin ich gespannt, weil das bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geschichte rein, dass die Crewmitglieder ein bisschen interessanter werden. Ist ja so ein bisschen wie die Tainted Way Expansion, wo man noch ein bisschen mehr Charaktergeschichte hat, wo man so Charaktergoals hat. Ja. Das war dann auch eine ganz gute Erweiterung. Das ist auch, glaube ich, die gleiche Verpackung, wie sie dafür benutzt haben. Ja, sieht ganz danach aus auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann hier diese Schaumstoffdinger. Ja, das ist einfach nur nochmal mehr Crew. Mehr Crew und auf jeden Fall, wie gesagt, die können irgendwie noch eine Stufe weiter aufsteigen. Wahrscheinlich ist das dann hier alles drin. Hier haben wir dann da ist auch noch Story Regelbuch, genau. Story. Seht ihr, ähnlich ist zu hell. Ja, das ist ja immer schon mal praktisch, wenn man ein bisschen mehr Abwechslung hat. Vor allem ist es ja auch so, dass bei dem Spiel ja auch die Crew stirbt. Ne? Und dann ist sie, glaube ich, weg für immer.
Und dann hat man einfach nochmal mehr. Hier seht ihr übrigens unsere Lampe. Die gute Tischlampe. Ja, auch das braucht man nicht. Auch das war zum Dazubecken dazu. Wir brauchen das. Ja, wir brauchen das. Wir haben ja auch von Tim Gray alles und wir haben auch von Everfields alles gerade am Bemalen. Ich fand ganz cool, ob sie das schon umgesetzt haben, dass die teilweise transparentes Plastik haben. Das ist eigentlich ganz interessant mal zum Anmalen, dass man was anderes hat. Und ja, jede Menge Alien-Dinge auf jeden Fall. Und ich glaube auch unsere Schiffe. Also mehr Schiffe auf jeden Fall. Das Grundschiff ist in der Grundbox. Ja, wunderbar. Die Einpackhilfe, die braucht man immer, damit man nicht, wenn man dann einmal alles raus hat, immer noch weiß, wo es halt hingehört. Ja, und da ist es auch schon gleich. Das, was ich meinte, ist das transparente Plastik von den Schilden. Das sieht ja wie ganz witzig geil aus. Muss man mal gucken, wie gut man das abbekommt. Man das abkriegt, ne? Ja, also entweder muss man es abkleben oder man muss es abziehen. Also es scheint auf jeden Fall irgendwie reingesteckt worden zu sein. Also es ist relativ fest. Also man musste mal gucken, ob man dann, die kommen ja eh mal ins heiße Wasserbad. Vielleicht geht es dann schon von sich aus ab. Weil das ist natürlich, das sollte nicht mit beim Grundieren sein. Dann ist der Effekt weg. Ja gut, dann könnte man ihn bemalen, aber das will man natürlich nicht. Und jede einzelne Ecke mit Kantenakzenten. Aber wir haben jede Menge Creepy Crawlies auf jeden Fall. Ja, mal meine Hand wegnehmen, ist das zu hell. Keine Ahnung, was davon was ist. Ich glaube, man soll sich das auch gar nicht alles so genau angucken. Das sieht aus wie eine Landungskapsel. Das würde ich definitiv auch sagen. Ich kann hier nochmal eine Art Startplattform kann ich bieten. Oder hier dieser... Das ist direkt in das Alien reingestartet. Hier ist auch nochmal so ein einzelner Boppel, den man irgendwo ransetzen kann. Ich glaube, man kann hier diese Maßbasis hier, die man hier sieht, Die kann man ausbauen. Ah, okay, das ist dann so ein Schild, was man oben drauf bauen kann. So ein Array, was halt oben drauf geht, so ein Sendearray. Genau, da kann man das. Sieht ein bisschen aus wie ein Regenschirm, aber ansonsten. Ich denke. Das wirkt ein bisschen groß. Ha! Siehst du mal. Oi, noch mehr Minis. Weil das wirkte nämlich ein bisschen. Okay, genau, weil das wirkte tiefer als das. Das ist ja lustig. Okay. Ja, noch mehr Aliens, denen wir dann vielleicht begegnen wollen oder am besten wahrscheinlich eher nicht. Guck mal, ob ich ein bisschen näher rankomme. Näher geht nicht. Ja, man kennt es, detailscharf sind sie bei Raven Wimps. Sie sind immer sehr detailtief, damit ihre Sandbox passt. Muss definitiv weg. Ja, ja, deswegen. Das ist, die Hände, also hier habe ich irgendwie so eine Art Catwoman. Die Japaner, sie sind im Space. Ah, hier, genau. Hier ist unser normales Haustier. Obwohl, das müsste eigentlich in der Grundbox noch eins drin sein, aber der kann auf jeden Fall auch einen Würfel tragen. Vielleicht ist es der von den Aliens. Wir wissen alles nichts. Wir sind auch zu 0% gespoilert. Und spoilert uns auch bitte nicht. Hier ist noch so ein schwebender Kristall. Also sieht auf jeden Fall witzig aus. Das sieht aus wie irgendwas von Warhammer. Ja, so also vom Laken. So ja, wie man sieht, wir haben nicht Sundrop genommen, weil wir natürlich alles bemalen werden. Da lohnt sich Sundrop für uns nun mal gar nicht. Ja, und wir finden Sandrop auch wirklich nicht so schön, aber gut, wenn man natürlich selber anmalt, ist es halt natürlich auch nur so eine schnelle Malvariante. Das ist eine interessante Art. Ja, also es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass Awaken Worms das so gemacht hat. Ich sehe aber ein Foam-Insert kommen in Zukunft, weil das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen zu komplex. Guck mal, ob du das zur Seite wegschieben kannst, dann kommt jetzt die Grundbox! Ich wollte gerade rauszoomen, weil die, glaube ich, braucht... So. Genau. Wir haben unser Ringlicht sonst mit drauf. Ja, große Box. Das müssten dann halt alle bekommen, die das Grunddings unterstützt haben. Ja, schweres Teil. Bin gespannt. Da werden wahrscheinlich, wie viele Karten drin sind? Irgendwo da. 1170 und mehr Karten. Ja, gut, das kennen wir ja von anderen. Ja, ich glaube, wenn man die Cardsleeves dazu gebackt hat, sind das irgendwie 3 Kilo an Cardsleeves. Hat man da auch extra wieder eine Box dazu bekommen? Ja. Weil das war ja bei den anderen Teilen davor auch. Hat man. Token. Wir werden wahrscheinlich eine Menge davon dann ersetzen können durch Miniaturen. Also die Schiffe, die hier sind. Ja, auch die ganzen Aliens. Die habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Das heißt. Das ist dann das, ja, er hier, der war auf jeden wir Fall halt auch in Minis der Box. Benutzen können. Ein Regelbuch. Ein Regelbuch, das dieses Mal sogar richtig geklebt ist und nicht nur geheftet. Ja, na gut, ist halt auch ein bisschen dicker. Ab einer bestimmten Dicke ist es halt auch einfach schön. Hell, es ist einfach nur hell. Ja, das heißt, das Vanguard-Layout ist sehr weiß. Ringbuchbücher, weil
Da kommt gleich, glaube ich, ein Hefter zum Vorschein. Ja. Und wir haben hier schon Seiten für das Ringbuch, was dann da kommt. Das heißt, das darf man so wie früher in der Schule dann schön einheften alles. Artwork. Und dann kann man nämlich sich immer so durch seinen Hefter. Ja, ich bin auch schon super gespannt. Blätter. Ich freue mich unfassbar darauf. Also wir haben erstmal hier die Planetopedia. Das ist dann wahrscheinlich, das sind dann die einzelnen, wollen wir gar nicht groß spoilern, genau. Die einzelnen Planeten, auf denen man sich bewegt. Man landet. Also im Grunde die Spielfelder. Ja. Und ein Secret Envelope mit Gedöns drin. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen dicker, der Secret Envelope. Wir zeigen das jetzt nicht weiter, wir schieben den jetzt langsam aus dem Bild, aber da ist schwer was drin. So, und da kommt der Hefter. Auf den ich nehme mal kurz das, die Box aus dem Sarah Bild. Damals in der Schule sehr neidisch gewesen wäre. Ja, überleg mal, wenn du so einen gehabt hättest für Mathe oder so. Boah, warum denn für, ausgerechnet für Mathe? Warum nicht für was Schönes? Für Bio oder so. So, und dann schauen wir mal, ob das jetzt live funktioniert. Tada! Flupp! Und da ist unser Ordner fertig. Ja. Also erstmal, da kommt halt natürlich noch was dazu, aber das ist dann mehr oder weniger unser Schiff, durch den wir uns immer, durch den wir uns blättern können, und da kommen wahrscheinlich auch noch Sachen dazu. Also richtig edel gemacht, schön matt, richtig geil aus. Auf jeden Fall, da freue ich mich super drauf. Das ist was ganz Besonderes. Ist dann die Wingard. Ja. Da kommt die Grundbox wieder ins Bild. System Maps, ich denke mal, da sind System Maps drin. Jawohl. Wenn man sich zwischen den Planetensystemen bewegt. Keine Art Ahnung, was das ist? Der Prolog. Okay. Ein Comic. Ja, wir kennen das schon. Ein Comic, ein gutes Awaken Realms Comic. Okay, Book Operations. Ach du je. Sehr viele. Ist das ein Block? Nee, das ist auch ein Buch. Ich denke, das ist das, was auch in der App drin ist. Okay, das sind die ganzen Texte, genau, das Storybuch. Also wenn ihr die App habt, dann könnt ihr euch das vorlesen lassen. Das ist alles sehr, sehr weiß. Oh, da kommen noch mehr Sachen für unseren Hefter. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, Schiffe, die wir freischalten können. Genau, die verschiedenen Länder. Deswegen zeigen wir die gar nicht genau. Und das kommt nämlich auch gleich in unseren Hefter. Ja, das werden wir dann je nach Tutorial machen. Ich glaube, das Tutorial wird das ziemlich genau erklärt, was man wie wo reinheften muss. Jetzt nochmal kurz zeigen. Das ist halt für jeden, der irgendwie mal Sammelkarten gesammelt hat, dann können wir hier auf den verschiedenen Stationen, das finde ich gut, ja. Können dann halt unsere Crewmember, die wir gerade ja unboxed haben, die zusätzlichen, können wir die Karten hin und her schieben. Oder wenn irgendwelche Events passieren, werden die dann da reingeslottet und dann wandern die da so durch. Oder wenn eure Leute verwundet sind, dann sind die in verschiedenen Heftern. Genau. Das sieht ziemlich cool aus. Also kann man sie auf die verschiedenen Stationen setzen. Und ja, hier sind dann noch kleine Karten. Also das ist ein richtig cooles System. Ich mag ja Hefter. Ich mag Hefter. So langweilig bin ich. Ja, dann hier die verschiedenen Spielerboards für die vier verschiedenen Farben oder die vier verschiedenen Bereiche im Schiff. Halt Security, Science, Recon und Engineering, wo dann halt euer Charakter reinkommt, die Würfel, die der Charakter hat und... Wenn ich es zeigen könnte, es ist einfach sehr hell. Es ist und alles, was der Charakter hat. Ein weißes Design, das überblendet ein bisschen von unserem Ringlicht. Ihr sollt auch was sehen. Ja, das sind die Standardminiaturen, die man dabei hat. Das heißt, das müsste die Vanguard sein. Ja. Das sind die Soldaten, die runtergehen können. Oder die Fraktionen, die runter auf diesen Planet gehen können. Das müssten immer vier Fraktionen sein. Ne? Haben wir eben schon gesehen. Engineering, Security, Science und Recon. Ja, die Miniaturen finde ich relativ cool. Bin gespannt, wie die dann später bemalt sind. Sehen scharf gegossen aus. Also da ist die lange viel weiter, als was damals das erste Printing von Nemesis war. Ja, und dann würde ich mal sagen, der ganze Rest ist drauf. Ne? Das heißt, hier sieht man schon mal, worum es hauptsächlich geht in dem Spiel, um Würfel. Würfel, 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 Würfel. Die konnte man, wie gesagt, auch upgraden. Wir haben uns jetzt für die normale Variante entschieden, weil wir bei der upgradeten Variante nicht sicher waren, ob das... ob das so gut sichtbar ist. Das sah nämlich beim Preview nicht so gut aus. Aber die sind jetzt schön klar lesbar und die nutzen wir für so ziemlich alles und die müssen wir dann halt auch einteilen und manipulieren. Ja. Auf der Planetenoberfläche. Und ich glaube, immer die Seite, wo hier diese Ecken drauf sind, ist immer so, was dieser Würfel darstellt. Dass man immer schnell sieht, okay, dieser Würfel hat besonders viele von diesen Symbolen und so weiter. Ja, cool. Box zurück. So, hier können wir, glaube ich, unsere verschiedenen Fraktionen auch
Ja, das sind, glaube ich, die Speicherboxen für die verschiedenen Sektionen. Genau, das heißt, dann können wir da immer alles reinslotten, was wir da haben. Hier Ausrüstung, haben wir Charaktere. Stoffsäckchen und transparente Flugbases. Ja, ich denke mal, für die Standys, ne? Aber die werden wir ja kaum nutzen, da wir die Minis haben. Und Ringe für unsere Sektionen, den Sektionenfarben. Ja, wenn man die sie Leute, nicht anmalt. Die ansonsten wirklich Karten ohne Ende. Die müssen wir jetzt, glaube ich, alle gar nicht zeigen. Nee, aber da können wir jetzt hier auch nichts aufmachen. Das ist ja auch viel, viel Spoiler-Territorium, was da reingeht. Also, aber Massen, weißt du, was stand da über 1100 Karten, also da ist Abwechslung. Ja, sieht man auch schon, nicht aufmachen, nicht sortieren, macht nicht den Etherfields-Fehler, wo die Leute die Karten sortiert haben. Oh ja. Wirklich immer nur Sachen aufmachen, wo das Spiel sagt, ihr dürft es aufmachen. Ein Block, ich habe einen Block. Hier können wir nämlich noch auch Symbole auf unsere Charaktere draufsleeven. Das also ist der Rang des Charakters jeweils. Der Rang? Der Charakter wird da reingeschoben und das Zeichen zeigt dann an, welchen Rang er gerade hat. Captain. Ja, wie gesagt, mehr können wir gar nicht so viel zeigen, weil das soll alles noch zubleiben. Aber es ist eine große Box auf jeden Fall. Alleine die Grundbox wäre schon viel Stuff, aber dadurch, dass wir noch die Miniaturen und den ganzen anderen Kram haben, bin ich relativ angetan davon. Ja, also, wir haben halt noch viel Zusatz. Das sieht schon ganz schön cool aus. Ich mag die Sleeves. Ich bin auch super gespannt auf den Ordner. Also da werden wir eine Menge Spaß mit haben. Es ist halt ganz lustig, dass man halt dieses ganze Schiff über halt diesen Ordner managt. Ja. Dass man halt sagt, okay, man hat jetzt halt das Schiffssystem oder man ist jetzt gerade auf dem Schiff wieder und dann muss man halt seine Crew hin und her schieben oder man muss ja Forsche schicken, dann kann man halt sagen, so hier, du forschst jetzt erstmal zwei, drei Runden und dann kommst du halt in den Forschordner und dann wirst du halt Stückchen für Stückchen nach vorne geschoben. Also der Ordner ist auf jeden Fall eine vollwertige Spielphase, die man zwischen diesen ganzen Erkundungsmissionen hat. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie uns das Spiel gefällt, wenn wir es denn mal angespielt haben, was sicherlich demnächst passieren wird, so, weil ich habe richtig Bock drauf. Wir haben ja gerade unsere Tainted Grail Kampagne beendet, das heißt, es kann mit Isis Vanguard losgehen und ja, es werden wir wieder zu zweit zocken, auf jeden Fall. Das wird unser neues Zweispieler-Kampagnenspiel. Und ja, weiß nicht, hast du was zu sagen? Nee, ich bin eigentlich relativ begeistert und würde sagen, wir verabschieden die Zuschauer. Hoffen, dass ihr viel Spaß mit dem Video hattet. Hofft für uns, dass wir viel Spaß mit Isis Vanguard haben. Wir werden jetzt erstmal alles sichten und sortieren, was das angeht. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. In letzter Zeit ein paar viele Unboxings hier auf dem Kanal, das ist normalerweise nicht so. Aber wir können nicht steuern, wie hier die Kickstarter eintrudeln. Und momentan wollen sie halt einfach alle ankommen. Ich finde es nicht schlimm. Ja, wir freuen uns natürlich. Ja, dann sehen wir uns am Freitag wieder. Da gibt es wieder ein neues Review. Ich glaube sogar ein Kickstarter-Rückblick. Das heißt, wir können auch über unsere alten Kickstarter-Titel reden, was natürlich wieder keinen interessiert. Wir wissen es ja. Nur der neue Stuff ist cool, ne? Nein, aber dann reden wir noch zum Beispiel über das Ende von unserer Tainted Grail-Kampagne, falls euch das interessiert. Und da werden wir dann in den nächsten Ausgaben natürlich auch über Isis Vanguard sprechen. Ich freue mich drauf. Dann in diesem Sinne, tschüss, macht's gut. Macht's gut, tschüss.